Ja, ich werde Ihre Aufmerksamkeit nicht sehr lange in Anspruch nehmen müssen. Es kommt auch was Interessantes dazwischen, ein Filmausschnitt. Also wir wenden uns jetzt den nächsten drei künstlerischen Fassungen dieses Stoffes zu. Wir haben die Novelle gehabt, jetzt kommt ein Theaterstück, dann kommt ein Film und wenn Zeit bleibt, bespreche ich auch die Oper noch kurz vor dem Essen, damit alle, die am Nachmittag weg müssen, auch ein bisschen noch was von der Oper mitkriegen. Nach der Novelle von Gertrud von Lefort hat Georges Bernanos, er gehört mit zu den Schriftstellern, die dem Renouveau Catholique angehören, ein Theaterstück geschrieben. Dieses Buch heißt auf Deutsch Die begnadete Angst, den Titel werden Sie ja auch schon gehört haben. Das ist wirklich geschrieben wie ein Theaterstück mit Szenenanweisungen. Ich darf Ihnen vielleicht ein kurzes Stück daraus vorlesen, und zwar diese Stelle, wo, mittlerweile wissen wir, das stimmt nicht historisch, aber wo die Priorin, die Alte, im Kloster stirbt und wo Blanche in ihrer Angst richtig durchgebeutelt wird. Mutter Maria, also das ist die kraftvolle, leidenschaftliche, die alle zu diesem Weiheakt hinführt. Mutter Maria, Mut, Schwester Anna vom Kreuz, das ist Sie werden mir doch jetzt nicht in Ohnmacht fallen, wie irgendein Frauenzimmerchen. Knien Sie nieder, beten Sie, das wird Ihnen besser tun als ein Riechfläschchen. Während sie spricht, hat sich die Priorin nahezu gänzlich aufgerichtet. Ihre Blicke sind starr und sobald sie aufgehört hat zu reden, fällt ihr die Kinnbacke herab. Die Priorin: Mutter Maria von der Menschwerdung, Mutter Maria. Mutter Maria erschrickt tief. Mutter Maria, hochwürdige Mutter. Die Priorin mit leiser, rauer Stimme: Eben habe ich unsere Kapelle gesehen, leer, entweiht. Oh, den Altar entzweigespalten, die heiligen Gefäße rollen am Boden hin, Stroh und Blut auf den Fliesen. Gott verlässt uns, Gott verlässt uns, er verleugnet uns. Also diese Vision, die die Schwester 1693 hatte, ist hier in die Sterbeszene der Priorin verlegt. Mutter Maria, hochwürdige Mutter, Sie sind nicht mehr fähig, Ihre Zunge zu zähmen. Aber ich flehe Sie an, versuchen Sie nichts zu sagen, was vielleicht... Die Priorin, nicht sagen... Nicht sagen, was tut es schon, was ich da sage? Ich bin meiner Zunge nicht mächtiger als meines Gesichts. Die Angst klebt an meiner Haut wie eine wächserne Maske. Oder dass ich diese Maske mit meinen Nägeln abkratzen könnte. Mutter Maria, hochwürdige Mutter, Sie sollten begreifen, dass das Erscheinungen krankhafter Verwirrung sind. Die Priorin, krankhafte Verwirrung? Haben Sie schon je eine krankhaft Verwirrte von meiner Gattung gesehen? Ach, glauben Sie mir, in diesem Körper, der da wie ein Sandsack liegt, steckt noch genug, um viele Tage daran zu leiden. Mutter Maria, verlängern Sie diesen Kampf gegen die Natur nicht weiter. Die Priorin, gegen die Natur kämpfen? Habe ich in meinem Leben je etwas anderes getan? Verstehe ich mich überhaupt auf etwas anderes? Und da nun stecke ich in der Falle, ich Unselige. Nachdem ich meinem armen Leib so vieles versagt habe, auch völlig gerechtfertigte Annehmlichkeiten, wie soll ich da jetzt zum ersten Mal diesem abgematteten Tier nachgeben, das ich nicht einmal mehr fühle? Mutter Maria, ach meine Mutter, wer hätte kein Mitleid mit Ihnen? Die Priorin. Warum kann nicht zuerst ich selber mit mir Mitleid haben? Sie lässt mit einer seltsam klingenden Klage ihren Kopf wiederum auf das Kissen fallen. Mutter Maria beugt sich über sie, schaut auf die geschlossenen Augen, zögert einen Augenblick, geht dann rasch zu ihren Gefährtinnen. Während sie leise mit ihnen spricht, öffnet die Priorin ganz langsam die Lider,
röchelt aber dabei ununterbrochen. Mutter Maria, unterrichtet eure Schwestern davon, dass sie die hochwürdige Mutter heute nicht mehr sehen werden. Um 10 Uhr wie üblich Erholungsstunde. Die Augen der Priorin sind unterdessen in ihrem Gesicht, das schon todesstarr erscheint, unentwegt hin und her gegangen. Mutter Maria wendet sich jäh um. Die Blicke der Sterbenden und der Lebenden kreuzen sich. Man hört, wie das Röcheln der Priorin erst abklingt, dann völlig aufhört. Ohne Zweifel um den Preis einer ungeheuren Anstrengung. Langes Schweigen. Dann spricht sie mit fester Stimme. Mutter Maria von der Menschwerdung, im Namen des heiligen Gehorsams, ich befehle Ihnen, plötzliche Verwandlung, die Totenglocke. Wer war der Dichter dieses Drehbuchs, dieses Theaterstückes? Georges Bernanos ist 1888 in Paris geboren, hat an der Universität studiert und ein Lizenziat in Literatur erworben, hat im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst gemacht, war ein aktiver Monarchist. Mutter Maria von der Menschwerdung verkörpert für ihn das Ideal sowohl der monarchistischen wie auch christlichen Ehre. Er war mit einer Frau verheiratet, die eine direkte Nachkommin des Bruders von Jeanne d'Arc war. Also das konnte man nachweisen über Generationen. Er ist zuerst ins Exil 1938 nach Paraguay gegangen, dann nach Brasilien und hat mit seiner Frau und seinen 6 Kindern sehr zurückgezogen auf einer einsamen Farm gelebt. Nach Kriegsende wurde er von General de Gaulle nach Frankreich zurückgerufen, hat noch 2 Jahre dann in Tunis gelebt und ist 1948 in Neuilly-sur-Seine gestorben. Er war sehr krank, er hatte Krebs und am Schluss ein Leberleiden und hat dieses Buch tatsächlich in seinem letzten Lebensjahr teilweise schon liegend im Krankenbett fertig geschrieben. Er hat das Erscheinen nicht mehr erlebt. Die Aufführung war auch erst nach seinem Tod. Aber die Todesangst, die Blanche hier äußert, die hat er sein Leben lang gefühlt. Und das hat sich natürlich sehr verstärkt in seiner letzten Krankheit. Er gilt als einer der Hauptvertreter des Renouveau Catholique. Hauptthema seiner Arbeiten ist immer der Kampf zwischen Gut und Böse, der Mensch, der zwischen widergöttlichen Mächten und der göttlichen Barmherzigkeit eingespannt ist. Bedeutende Werke von ihm sind Sous le soleil de Satan, unter der Sonne Satans, dann das Tagebuch eines Landpfarrers, Les grands cimetières sous la lune und Le dialogue des Carmélites, entstanden 1949, auf Deutsch Die begnadete Angst. Die Novelle Gertrud von Lefort wurde schon 1937 ins Französische übersetzt. Es hat sich damals schon jemand darum bemerkt, Pater Bruckberger, ein Dominikaner. Er hat aber erst nach dem Krieg die Rechte für die Übersetzung bekommen und ist interessanterweise, aber auch wie wir gerade gehört haben von Pater Roberto, charakteristischerweise an den Existenzialisten Albert Camus mit der Bitte herangetreten, die Dialoge für das Theaterstück zu schreiben. Dieser hat aber mit der Begründung abgelehnt, das kann er nicht, er ist nicht gläubig. Aber es ist doch sehr interessant, dass er an Camus gedacht hat, um das Theaterstück zu schreiben. Dann hat man sich an Bernanos gewandt. Die Uraufführung war 1951 am Zürcher Schauspielhaus. Und hier ist es in dem Stück eine meisterhafte Schilderung zweier Frauengestalten. Blanche de la Force, das ängstliche Mädchen, das erst am Schluss in seiner Todeshingabe frei wird. Und Schwester Marie von der Menschwerdung, Marie de l'Incarnation. Hier wird an ihr gezeigt eine innere Wandlung vom großmütig, aber auch vielleicht etwas hochmütig, darum habe ich mich vorhin in einem freudschen Versprecher etwas versprochen,
Es ist bei ihr ebenso viel Großmut wie vielleicht eine Spur Hochmut dabei, dieses selbstgewählte Opfer. Sie ist eine Adelige, die dem König helfen will durch ihr Opfer. Und sie beschließt das selber. Und es ist nicht ein Opfer, was verhängt ist, sondern sie übernimmt das großmütig, aber noch immer im Besitz ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit. Am Schluss schweigt sie in Gehorsam und sogar ihre Stimme, sie will hingehen zur Guillotine und mitsingen, aber sogar ihre Stimme wird ihr genommen und diese Stimme geht über in die furchtsame Blanche de la Force, die singt, die singend und frei in den Tod geht und ihre Stimme sieghaft erhebt. Und dieses Theaterstück wurde als Film gestaltet. Das liegt ja eigentlich schon drin, dass das der Stoff für eine Verfilmung ist. Philipp Agostini und der erwähnte Dominikaner Pater Raymond Leopold Bruckberger haben 1959-60 den Film Le Dialogue des Carmélites, Opfergang einer Nonne, gedreht, und der konzentriert sich noch mehr als das Stück von Bernanos auf das Seelendrama der Marie de l'Incarnation. Es ist eine, ist jetzt über 50 Jahre alt, der Film hat eine holzschnittartige, fast noch stummfilmhafte Bildsprache, ist auch eine künstlerische Ausdrucksqualität. Blanche stirbt auf dem Schafott wie ihre Mitschwestern und Marie de l'Incarnation opfert ihr Opfer und übergibt sich dem Willen Gottes. Für diese interessante psychologische Figur hat man eine wunderbare Schauspielerin gefunden, nämlich die junge Jeanne Moreau. Spielt die wirklich meisterhaft. Und die Musik dazu stammt von Jean Francais, der zur Gruppe de Six gehört hat. Auch ein junger Komponist, ganz modern. Also das war damals wirklich ein Renner. Auf Deutsch war das Opfergang einer Nonne. Wir haben ein Stückerl, einen Filmausschnitt, und zwar von der Szene vom letzten, also vom Gefängnis. Sie sehen die Schwestern alle mit dem Karmelitermantel, mit dem weißen Chormantel, aber mit einem Häubchen. Und das Ganze, das ist wieder historisch. Es ist nämlich, man kann nicht sagen, bei sowas furchtbaren Ironie des Schicksals. Aber es war fast wie ein kleiner Triumph der Schwestern, ein zusätzlicher. Sie haben gebeten, ob sie sich vor der Gerichtsverhandlung waschen dürfen. Und mussten, bis ihre Kleider trocknen, ihre Karmelitergewänder wieder anziehen. Die anderen Kleider haben getrocknet, aber die Gerichtsverhandlung war so schnell am nächsten Tag, dass sie nichts anderes gehabt haben als ihre weißen Karmelmäntel. Nur den Schleier hatten sie nicht, den durften sie nicht tragen, und man hat ihnen gesagt, zur Hinrichtung müssen sie eine Haube tragen, damit der Hals frei ist. Also das wurde alles sehr sachbezogen geregelt. Ja, und genau das sehen wir jetzt in dem Film, wie sie erwachen am letzten Tag im Gefängnis, die Gerichtsverhandlung und dann der Schluss mit diesem großen, nochmaligen sich ergeben der Marie de l'Incarnation, nicht in ihr selbst gewähltes Opfer, sondern in das, was Gott ihr abverlangt. Das habe ich Ihnen mitgebracht.